Willkommen zum nächsten Qualifikationsspiel für die Domänenmeisterschaft gegen Les Peuters. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Ich muss das Spiel gewinnen, wenn ich noch eine Chance haben will auf den ersten Platz. Und mal sehen, was wir haben. Wir haben Seehexe und keine Möglichkeit, die Flüche loszuwerden. Das heißt, Seehexe ist auf jeden Fall hier ein Muss. Ansonsten haben wir eine schöne Engine hier möglich mit Arbeiterdorf und Jagdgründe. Und genauso auch Geselle oder wie Journeyman heißt. Als Draw, genauso dann auch Stallungen als Draw. Aber Seehexe Silber muss sein. Zweite Seehexe. Und für fünf nehme ich, glaube ich, auch den Kartografen hier. So, jetzt haben wir das auch geklärt. So, für 6. Das ist die Frage, was möchte ich da haben? Gold oder Hunting Grounds? Ich glaube Hunting Grounds.
Gold. Nutze einen Token, ich nehme Silber. Provinz. Er nimmt keine Jagdgründe. Hat nicht die Provinz genommen. Sichert sich die Coin-Tokens. Hier muss ich leider den Kartografen abwerfen. Nimmt er schon Herzogtümer? Ich nehme weiter Gold. Hat 9 Coin Tokens, das ist echt viel. Kartograf muss ich loswerden. Liege ich doch ganz schön vorne. Er hat 7 Coin-Tokens, aber mit denen kann er jetzt wirklich nicht mehr viel machen. Unglaublich. Dass das gereicht hat. Hat genau gereicht, perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel, dass es Doppelprovinz reichen würde. Obwohl er den Fluchflitz 6 zu 4 verloren hat. Gut, ich hatte eine Seehexe, die dann eigentlich auch wie ein Fluch war. Aber trotzdem eine Karte mehr, schlechte Karte mehr im Deck und es hat trotzdem für ihn gereicht. Das ist schon mal halt genau das Pech, das ich nicht haben will. Naja, kann man nichts machen. 1 zu 0 für ihn. Bis zum nächsten Spiel. So, was haben wir hier? Kein Dorf, das ist also Big Money.
mit schönen Enablern, Embassy Big Money, World Big Money, mit Counterfeit und Hoard. Das sind alles gute Enabler. Stuart, hä? No, ich gehe aufs Double Silver. Gold, Silber, Hort, Silber. Hier nochmal Embassy Nummer 2. Nehmen lieber zwei Anwesen als ein Herzogtum, interessant. So, hier kann ich mal rechnen. Ich habe 8 ohne Counterfeit. Neun, zehn, elf, zwölf. Ich komme nicht auf Provinz Herzogtum, selbst wenn ich das Gold counterfeite. Deswegen mache ich es nur so. Und das Anwesen will ich nicht. Meine Draws waren perfekt bisher, da konnte ich nicht, kann ich mich nicht beklagen. Er muss die Provinz nehmen, jawohl. Ja, sein Verwalter habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, mit Embassy ist einfach das Entsorgen unnötig. Abgesehen von den Punkten, die man dafür verliert, das einfach, macht es einfach langsam. Aber okay. 1-1, bis zum nächsten. So, was haben wir hier? Kultisten? Oh Mann. Double Silber oder Ironmonger Silber? Er hat 5-2, wie es aussieht. Das ist unglücklich. Ja.
Mein Kultist ist natürlich unten im Deck. Das ist bitterböse. Keine Ahnung, ob großer Markt hier gut gewesen wäre. Bitte lass mir zwei Ruinen hier übrig, die ich dir verteilen kann. Sechs, vier, glaube ich. Oder sogar 7-3. Die Ruinen sind alle, die Iron Monks sind noch zwei da, Kultisten nur noch drei. Ich muss mal gucken, dass ich bald Punkte kriege. Also, aber es bringt es nicht, weil ich sowieso die Karten wieder zurücklege. Dann kann ich auch den Ruinenmarkt spielen. Noch ein Kultist vor. Ich hätte Vault kaufen sollen. Das war dumm.
geholt. Ja, das Spiel habe ich verloren. Schon vom Zug 1 an. Da kann ich einfach nichts machen. Überlege jetzt wahrscheinlich, ob er zwei Ironmongers nimmt. Entscheidet sich doch für die Provinz. Ja, das habe ich keine Chance. Ausgerechnet Havel natürlich, wo kein Bonus bringt. Sieben, jawohl.
Schon wieder 7. Ach ja. Ich habe nur 6 Punkte Rückstand, aber es sind noch 2 Provinzen übrig und er hat 2 Walls, 2 Gewölbe. Damit sollte er sicher nochmal einmal auf 8 kommen. Ja, damit sollte er auf 8 kommen und damit ist das Spiel vorbei. Ich beende es jetzt einfach. Ja, da konnte ich nicht viel machen. Ich habe mich einmal verklickt oder einmal verdacht. Hätte ich natürlich ein Gewölbe nehmen sollen statt weiteren Kultisten. Das war dumm. Aber ich bezweifle, dass ich das Spiel trotzdem hätte gewinnen können. Er hatte nur 3 Kultisten und hat trotzdem mich so zugemüllt. Das war unglaublich. Okay, sehen wir uns im nächsten Spiel. So, was haben wir hier? Junge Hexe, schon wieder ein Fluchgeber oder Junker hier. Forge, mit Taktika kommt man ja hier auf den Forge. Ich will auf jeden Fall junge Hexe Silber. Dann Taktika. Meine junge Hexe verpasst den Schaffel. Ganz großes Tennis. Das ist sicherlich ein Forge. Was? Gold? Schon wieder vergessen, den Point Card anzumachen.
Nämlich ein Waren, ein Lagerhaus oder ein Silber? Ich denke, ein Lagerhaus ist jetzt besser. Jetzt Forge. Wahrscheinlich hat er es vergessen. Ich kann es nur vermuten. So. Ich habe jetzt ein relativ dünnes Deck. Recycle nicht wieder zu meinem Forge. Piratenschiff. Wow. Okay. Muss ich aufpassen. Gehe ich auch auf Piratenschiff?
Das war natürlich Glück, gleich das Gold zu erwischen. Ich will den Taktiker finden. Wenn ich jetzt zwei ablege, habe ich noch drei Karten. Im Warenhaus habe ich noch zwei Karten, dann kann ich das Piratenschiff nicht mehr spielen. Ich möchte aber trotzdem den Taktiker finden, glaube ich. Ja, das ist verloren. Super. Noch ein Anwesen, ja. Schade. Gut, 3-1 verloren. Das war ein sehr interessantes Spiel, das letzte hier. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum er nicht eher gleich auf Forge gegangen ist, sondern später erst. Das hat das Spiel interessant gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's wohl mit der Qualifikation für die Dominion-Meisterschaft. Und ja, ich habe noch ein Spiel, also noch zwei Spiele, je nachdem, ja, noch zwei Spiele. Und die kommen dann auch noch die Woche, nächste Woche. Bis dann, ciao.